Jesse's passed out. Hey, let me do that. He's a good guy. Why didn't you tell him? Wasn't the right time. There you go. What about this? Anything worthwhile? Actually, yeah. Abby? No. This girl, Nora, her unit was assigned to this hospital. They were collecting supplies or something. This hospital? Yeah. Wait, you're gonna go now? Yeah, we have a lead. Like, at least just wait for Jesse to rest up. She could be gone by then. Ellie. We know her location. Maybe Tommy does too. What? Nothing. Good. Can you come help me with the door, please? Yep. Solo. Es gibt einige dieser Spiele. The Last of Us, God of War, ja, Journey auch, wo man mit Kompagnons spielt. Und dann ist da diese eine Szene, mindestens eine Szene, wo man plötzlich allein ist und spürt, was die anderen, die Begleiter, einem wert waren. Und so natürlich auch hier in The Last of Us Part 2. Es ist nicht die erste Szene, die wir allein bestreiten. Nein, diese ganze Geschichte um Boris Legasov, da waren wir fast die ganze Zeit alleine. Aber trotzdem ist es diesmal anders. Wir haben Jesse und Dina zurückgelassen. Wir haben die beiden zurückgelassen, die eigentlich unsere Crew sind, unsere Freunde. Und das soll man jetzt spüren. Und das spüren wir nicht nur deswegen, weil die Kompagnons weg sind, sondern auch, weil zumindest ich mich langsam beginne, von Ellie zu entfernen. Herzlich willkommen zu The Last of Us Part 2. Das ist Episode 27 unserer Guided Tour. Und ich bin Marcel. Wir sind auf dem Weg zum Hospital und ich muss gestehen, bei meinem ersten Playthrough war ich da ein bisschen verwirrt, denn von hier oben, das ist immer noch das Theater, also von dem Ort, wo, genau, von hier oben, dort wo der Generator ist, hatte ich ein Hospital-Schild gesehen, irgendwo hier in der Nähe. Ja, genau, da steht es doch, Hospital Access. Und ich dachte, naja, dann ist es jetzt wohl direkt um die Ecke. Aber weit gefehlt. Das Spiel wirft uns jetzt tatsächlich in eine Solo-Situation, die sich ganz anders anfühlt als der Rest bis jetzt. Eine, die ich teilweise fast mit dem Titel Grind beschreiben würde. Aber lassen wir uns mal das gemeinsam ansehen, ob sich dieses Gefühl auch beim zweiten Durchspielen bestätigt. Dieses, was mache ich hier eigentlich? Warum sind diese Szenen im Spiel, sind sie doch mehr Wiederholung als originärer Content? Wenn eines schon auffällt, dann ist es der relativ radikale Wetterwechsel, mit dem wir jetzt zu tun haben. Hier wirkt nun alles verregnet, diesig. Das ist etwas, was bislang Seattle gar nicht so arg ausgezeichnet hat. Also wir hatten schon zwischendurch mal ein paar Tropfen, aber jetzt wird's richtig nass. Der Level ist... Oh, da hat's wohl jemanden erwischt und ich kann die
Ammunition gut gebrauchen. Der Level ist wieder so eine relativ lineare, mit Sackgassen versehene Zone. Wir haben unser Ziel untypischerweise noch nicht richtig im Blick. Und vielleicht lohnt es sich hier, ein paar dieser Landmarken auch in sich aufzusaugen, damit man die vielleicht später im Spiel wiedererkennen kann. Also hier gibt es diese Brücke. Ich kann dazu aber wenig sagen, weil so richtig weiß ich das nicht, ob es da was wieder zu erkennen gibt. Auf Gegner sind wir bislang noch nicht getroffen, aber das wirkt, ja, das wirkt sehr klar nach Zombies, die wir sicherlich umgehen können. Oder auch nicht. Oh Gott, gleich zwei Klicker. Und in diese gleiche Falle bin ich auch schon in meiner ersten Partie hineingefallen. Zu nah an den verlockenden Schaufenstern zu sein und dann ja, die Zombies sozusagen aufzuwecken, die mich durch die Schaufenster hindurch beobachten. Und warum mache ich das? Warum bin ich da so unvorsichtig? Das ist einfach eine Computerspielkonvention, die ich gelernt habe. Natürlich werden die Zombies mich nicht durch die Schaufensterscheibe hindurch verfolgen. Das ist ja wohl völlig glasklar, weil die KI nicht gut genug sein wird. Oder? Ja, leider. Oder im Grunde zum Glück, denn das macht natürlich, zeigt natürlich, dass das Spiel wirklich nicht schlecht ist. Diese KI kann mich sehen. Kann darauf reagieren und kann eben auch eine Fensterscheibe einschlagen, wenn es nötig ist. Ja, keine Ahnung, wo ich hier jetzt hinklettere. Also der Bereich ist durchaus komplexer als im ersten Teil, wo ich solche Kunststückchen nicht gemacht habe. Carry, oh, ein Seil. Interessant, muss ich hier rüber? Will ich hier rüber? Also ich habe gerade nicht unbedingt das Gefühl zu wissen, wo ich hin muss. Das kann ich jetzt nochmal betonen. Das ist recht ungewöhnlich. Warum kann ich die Scheibe nicht einschlagen? Muss ich das Seil erst loswerden? Ja, tatsächlich. Also doch eher ungewöhnlich. Und ist das da drüben der Laden, wo jetzt gerade die Zombies rauskamen? Ich denke schon. Na, dann nehmen wir doch jetzt mal hier das Seil mit. Und kann ich das irgendwo drüber werfen? Also ich bekomme hier Puzzle-Vibes. Oh. Genau, ich bekomme hier Puzzle-Vibes. Ohne zu wissen, was das Puzzle ist. Dieses Seil werde ich doch wohl noch irgendwie gebrauchen können. Feel her love. Das sieht aber nicht vertrauenserweckend aus. Ja, feel her love. Das ist wieder ein Hinweis auf die Scars, so wie der WLF sie nennt. Unsere Gegner. Und im Grunde feel her love. Who the fuck are these people? Why did they do this? Und ein Bild von Jesse habe ich gemalt. Und ich sage immer noch ich, okay, offensichtlich identifiziere ich mich immer noch sehr stark mit Ellie. Und das ist ja das Komische in diesem Spiel. Bei
meiner ersten Partie ging es sogar so weit, dadurch, dass die grafische Qualität so hoch ist, dadurch, dass die Animationsqualität so hoch ist und so weiter, habe ich mich extrem stark mit Ellie identifiziert und hatte teilweise das Gefühl, ich spiele sie einfach. Ich bin das. Ich mache das gerade. Also es war teilweise schon wirklich auch ein komisches Gefühl. Komme ich da hoch? Interessant. Und jetzt bin ich wieder hier und komme immer noch nicht durch die Tür. Und das ist ja eigentlich genau. Was erzähle ich denn überhaupt? Dieser kleine Hinweis auf dem Bildschirm lockt ist für mich in dem Spiel, das ist die Konvention des Spiels, nein, ich wollte mich nicht hinlegen, ich wollte das Kabel nehmen. Ist die in der Konvention des Spiels die Ansage, okay, über den Mast muss ich doch, oder? Hab ich hier irgendwo drüber? Nee. Ich habe eine Idee. Ich nehme jetzt einen Ziegelstein und schlage das Dach ein. Und dann müsste ich doch hier wieder laufen können. Oh, das ist aber ein wirklich schönes Rätsel, weil das mit meinem Weltwissen, ja, mit meinem Physikwissen aus der echten Welt spielt. Das hatte ich vergessen wieder und ich finde es super. Mir gefällt das. Aber leider habe ich komplett den Gedanken vergessen, den ich da hatte. Ich hoffe auch, der Prompt fürs Schwingen kommt jetzt nochmal, weil den weiß ich jetzt nicht mehr. Ich muss irgendwie eine zweite Taste gedrückt halten. Ja, hier, das ist R1. Achso, ich habe über die Bildsprache gesprochen. Ja, diese Einblendung, die wir vorhin hatten, das ist einfach die Einblendung dafür, hier ist ein Rätsel. Also eine verschlossene Tür ist in The Last of Us Part 2 einfach ein Rätsel. Painkillers, Vitamins, Pillows haben sie wohl gefunden und Bandages. Und wie viele Tage haben sie überlebt? 10, 20, 30... 35, 37 Tage nach Ausbruch, nehme ich an. So lang ist es jetzt auch wieder nicht. Oh Gott, das ist ja wirklich traurig hier. Naja. Simon, I hope you never read this note. I hope I can crumple it up, burn it when you return for us. It's been... I don't even know how many hours since you left. I went out to look for you and these hooded people spotted me. They shouted at me, called me a sinner, then started shooting. I ran back and barricaded the door. All I can hear is the rain, but I'm worried they're still out there. Should I run? Should I stay? I feel completely paralyzed. I'm sorry I got so sick. I'm sorry I let you go to the hospital by yourself. I'm sorry I didn't stay hidden like you told me. If anything happens to me, I want you to know how much I love you. Please come back. I'm so scared. Paige. Okay, und ist Paige irgendwo hier? Sind hier noch die Überreste von jemandem oder... Ich meine, die Tür war immer noch verschlossen. Der Zettel ist auch noch da. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt. Ich sehe nicht unbedingt Überreste von Paige. Ah, hier vielleicht, weil das Fenster war offen. Ist sie hier geflohen vielleicht? Können wir annehmen und... Unten lag aber in der Lobby eine Person. Das ist übrigens auch ganz interessant, wie das gemacht ist, um ein bisschen mehr Immersion zu schaffen. Diese Koffer sind offen, solange Ellie noch nicht gelootet hat. Die Schrauben
gelootet hat und dann geschlossen, sobald sie das genommen hat, damit man sieht als Spieler, ja, jetzt ist es vorbei. So, wer ist das? Ist das? Machen die Scars sowas? Kopf abhacken? Also es könnte durchaus die andere Person gewesen sein. Aber warum 37 Tage? Nach 37 Tagen haben doch die Scars noch nicht existiert, oder? Gut, ich nehme mir offensichtlich hier Zeit, die man sich nicht nehmen muss. Und vielleicht mache ich damit einen Fehler. Vielleicht mache ich damit das Pacing kaputt. Denn ich kann mich erinnern, das habe ich im ersten Playthrough auch gemacht. Und diese ganze Stelle im Spiel fühlte sich dann wirklich irgendwann relativ grindy an. Okay, ich muss offensichtlich irgendwo dieses Fenster zerschlagen, wenn ich hier rein will und looten. Noch eine Leiche. Es sind schon leckere Sachen hier drin. Aber es sind zwei Klicker da. Soll ich das Risiko eingehen? Ich glaube schon. Denn wenn die KI wirklich so clever ist, dann müsste ich mich doch jetzt hier auch verstecken können. Das kann ich auch. Wo ist der zweite Klicker? Hier. Sind noch weit genug weg. Ein Glück. Diesmal hat es geklappt. Und das zeigt durchaus auch die Bandbreite, die dieses Spiel bietet. Und manchmal hat man das Gefühl, Naughty Dog wollte die halt auch herzeigen. Oh Gott. Nein, nein, nein. Sag nicht, die sind... Der Klicker hat Der Klicker hat einen Zettel in der Hand gehabt. Woods, here's the list of deserters. Yi So Wang, female, Asian. Andre Dominguez, male, Hispanic. Chris Marsh, male, Caucasian. Adam Peters, male, black. We know some of the supplies they stole contained weapons. Be careful. While it's preferable to capture them alive, do not risk your lives. Any sign of danger, you have my permission to take them out. If you want to leave, we could have worked something out. But desertion combined with stealing cannot be tolerated. We need to make an example here. May your survival be long. May your death be swift. Good luck, Isaac. Okay, das ist vom WLF. Ich dachte jetzt, das hätte mit der Story hier drüben zu tun. Hat es nicht und ist dementsprechend auch relativ langweilig. Es geht um Deserteure. Also nicht alle bleiben beim WLF. Ja, so ist es halt nun mal. Das ist zwar eine Bewegung, aber irgendwie auf Evil folgt nochmal Evil und nochmal Evil. Das wurde ja schon im ersten Teil durchaus angesprochen, dieses Thema. Was haben wir denn hier? Ich denke, am Ende der Folge werdet ihr wissen, warum ich auch hier den Grind angesprochen habe. Ich bin hier am Durchlooten, ohne dass viel passiert.
Und ich kann mir das sparen, wenn ich das spielerisch möchte. Das Problem ist tatsächlich, Spieler, die gar nicht das Gefühl haben, für sich selbst entscheiden zu können. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Entscheidung habe, ich kann hier looten oder nicht looten. Ich habe das Gefühl, das Spiel will, dass ich hier alles aufnehme. Ich will alles entdecken. Ich fühle mich nicht frei in dieser Entscheidung. Und das ist eine spannende philosophische Frage, ob man einem Spiel sowas ankreiden darf oder eben nicht. Denn es wäre durchaus legitim zu sagen, ja, du kannst doch hier jederzeit einmal vorbeilaufen und dann kriegst du die nächste große Szene. Die wird dann vielleicht ein bisschen schwer, ohne Katze, auch süß. Die wird dann vielleicht ein bisschen schwerer, aber your choice. Und ich sag dazu, it's not my choice. Sind wir schon da? Nein. Ich habe hier hinten irgendwie einen Schatten gesehen. Ist da eine Person oder ist es nur ein Schatten? Machen wir doch mal das, was alle zu dieser Jahreszeit machen. Wir klettern in den Lieferwagen und versuchen Dinge auszuliefern. Molotovs. Ich mag Molotovs. Und ich mag den Loot, an dem ich hier vorbeikomme, wenigstens auch mitnehmen. Habe ich mir jetzt eigentlich schon einen neuen, genau. Das mag ich nämlich auch, schön leise vorzugehen. Gefällt mir. So, wir können hier das nächste Haus betreten. Oder hier außenrum. Hier gibt es einfach viele kleine Ecken, die man erkunden kann. Und es liegt dran, ich habe es am Anfang der Folge schon erwähnt, es liegt unter anderem daran, dass wir keine eindeutige Zielmarke haben. Ich denke, irgendwo in die Richtung Hospital. Jetzt hat sie es gesagt, Hospital, aber da steht's, Hospital. Irgendwo hier hinten muss das Hospital sein. Also richtig hinkomme ich erstmal nicht. Und die Frage ist, soll ich, will ich das hier oben durchlooten oder eben nicht? Aber das macht leider das Spiel auch ein bisschen langsam an der Stelle und eben das Pacing auch ein bisschen problematisch, denn wir verbringen viel, viel Zeit in diesem Abschnitt. Das wäre in einem normalen The Last of Us vielleicht in Ordnung, aber es gibt einige Entscheidungen in diesem Spiel, die das dann zweifelhaft erscheinen lassen. Dass wir hier so viel Zeit verbringen und das Spiel in die Länge gezogen wird. Obwohl wenig passiert, obwohl mein emotionaler Status zu Ellie, und da kommen wir dann wieder aufs Thema dieser Folge hin, mein emotionaler Status zu Ellie fast ein bisschen ungeklärt ist. Darling, I got everything packed, but Fedra's already starting to put people on buses and I have no idea where you've disappeared to. If I'm gone before you get back, I stashed a few of my things in the safe. Mal wieder ein Safe-Rätsel. Maybe an overabundance of caution, but Fedra's been confiscating things due to quarantine. All smells fishy to me. Combination is still set to our wedding date. I mean, it's been 30 years, but I assume you remember when that was, right? See you soon, love, Ellen. Ja, dann suchen wir mal nach einem Ring oder einem Kalender oder sowas. Wedding date. Das ist hier offensichtlich das Rätsel. Ja, aber die große Frage ist, was soll das? Also was soll ich in diesem Abschnitt, also warum gibt es diesen Abschnitt und was soll ich in diesem Abschnitt fühlen? Meine Theorie war ja durchaus, ah ja, und da haben wir einen Kalender, da ist doch bestimmt ein Wedding Date. Schauen wir uns den mal an. Health Screening, 30th Anniversary, Evacuate. Okay, Health Screening. Das Anniversary ist 10.8.13. Gut. Dann müssen wir uns jetzt daran erinnern, was hat er gesagt? 20-jähriges oder 30-jähriges? 10.8.13, das wäre 10.8.93, wenn es 20-jähriges ist. 10.8.13.
90 oder 83, wenn es 30 ist. Okay. Okay, double check. Go slow. 10, 8, 83. Und eine schöne Belohnung bekommen wir hier. Ja, wie sollen wir uns fühlen? Sollen wir drüber nachdenken? Und das wird Ellie sicherlich tun. Was machen denn die beiden jetzt? Was passiert denn jetzt da, wenn vielleicht Jesse in Abwesenheit von Ellie erfährt, dass Dina schwanger ist? Ich rüste jetzt die aus, falls ungebetener Besuch kommt. Das sind doch die Dinge wahrscheinlich, über die Ellie jetzt nachdenkt. Oder denkt sie wirklich die ganze Zeit nur über Rache nach? So ganz klar ist es nicht. Denn sie hat ja auch jetzt gerade niemanden. Der entgegenhalten würde, der mit ihr sprechen würde. Okay, hier ist eine Falle. Im Keller. Eine Falle für die Kellertür. Und das ist ja verrückt, weil die funktioniert ja auch nur, wenn die Tür nach außen aufgemacht wird. Und diese komischen Last of Us Schwingtüren gehen ja in beide Richtungen auf. Also das ergibt nicht viel Sinn, aber gut, gut. Ich erwarte hier einen Ambush, einen Hinterhalt. Ja, also ich frage mich tatsächlich, erreicht das Spiel hier das, was es eigentlich erreichen will? Okay, man kann davon ausgehen, dass ich hier raus kann. Hier konnte ich nicht rein, weil die Tür war verschlossen. Hier ist aber auch niemand. Ja, das ist alles große, große Loot-Party. Fast ein bisschen wie Weihnachten. Das ist schon komisch. Diese Falle ist absolut absurd, weil das ist eindeutig eine Falle. Also das ist eine Geräuschfalle. Der Besen soll umfallen. Der Eimer, da sind Cola-Dosen drin, die hört man dann. Aber das müsste ja hier unten jemand einbringen. Naja, vielleicht hier durch. Dann ergibt es vielleicht Sinn, aber pff, nicht wirklich. Irgendwer hat sich dabei was gedacht vielleicht, aber ich wüsste nicht was. So. Also, ich soll hier in Sicherheit gewiegt werden. Ich soll hier einfach schön durchlooten. Aber vielleicht ist hier noch jemand. Das ist zu. Ich sag das hier jetzt alles nur, weil ich mich erinnere an eine unangenehme Situation am Ende des Raumes. Ja, und Ellie entdeckt, merkt das auch. Tut mir leid, dass ich euch jetzt hier die Überraschung nehme. Dafür baue ich Suspense auf. Hier wird gleich was passieren. Ich erinnere mich. Aber trotzdem eine relativ überflüssige Szene fürs Spiel. Ich meine, das ist eine nette Idee, das Looten so zu unterbrechen. Aber was sagt es mir fürs Spiel? Wirklich nicht viel. Ja, und das war, genau, ich erinnere mich, es war diese böse Stelle zu sagen, okay, wir haben hier mal wieder die Sicherheit einer Werkbank und dabei werde ich dann angegriffen. Deswegen nehme ich gleich mal hier die Schrotflinte in die Hand.
Das ist sicher. Also, ich meine prinzipiell, das ist schon sehr cool. Und sie hat überhaupt keine Ahnung, gegen wen sie da kämpft. Das sind vielleicht einfach bloß Leute, die sich hier versteckt haben. Oh Gott, die Armen. We're not going back. Die wollen nicht zum WLF zurück. Jesus. What the fuck, people? Oh Gott. Okay, gut. Storytechnisch, ja. Storytechnisch verstehe ich jetzt, warum diese Szene drin ist. Ellie betreibt hier eine Grenzüberschreitung, die eigentlich im richtigen Leben, in ihrem richtigen Leben schon längst hätte passieren müssen. Ich lese mal vor. Hey Melissa, I'm leaving this here in case you decide to join us after all. We're moving on from the safe house at first light. I've stalled the others as long as I could, but Isaac has to be looking for us by now. Das sind also diese Deserteure von eben. The fate of the last group of deserters is still fresh in our minds. The plan is still to head south and see if those rumors are true. Maybe it's all bullshit, but it'll take hopeful bullshit over Isaac's fanatism any day of the week. Remember who we are, where the WLF took us in, but they are not our people. I really wish you had left the stadium with us. Hope you still do. Nicht sehr empathische Reaktion, ganz ehrlich. Und für uns Spieler ist es ja noch tragischer, weil uns bringt es was, diese tatsächlich unschuldigen Leute umzubringen. Die haben sich ja sogar vom WLF losgesagt. Aber kein Mitleid von Ellie. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Situation beim ersten Mal richtig gelesen hatte. Die macht es einfach. Der ist es einfach egal. Hauptsache, sie kann hier looten. Sie hat ja ihr Ziel. Sie hat ja ihr ganz wichtiges Ziel. Oh, endlich kann ich den Bogen verbessern. Das ist gut. Ja, und dafür ist diese Szene hier drin. Also, wir haben gerade die spätestens jetzt, als Ellie die Seite gewechselt. Vom Gerechten, von der gerechten Ellie zur, ja, zur rechnenden Ellie, zur Ellie, der alle Mittel recht sind, um ihr Ziel zu erreichen. Ja, und wir hätten die hier auch einfach in Ruhe lassen können. Das Spiel belohnt uns nicht dafür, die hier in Ruhe zu lassen. Das ist der weitere tragische Punkt. Deswegen war übrigens diese Tür hier zu, weil die sich da drin versteckt hatten. Ich fühle mich jetzt gerade schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diesen Twist oder diese thematische Einbettung hatte ich nämlich nicht mehr im Sinn und im Grunde habe ich jetzt was getan, was ich nicht tun wollte. Und das muss ich dem Spiel zugute halten. Das ist jetzt organisch entstanden. Durch meinen Willen, hier einfach alles durchzuluten. Ich hätte hier reinkommen sollen. Jetzt sehe ich. Und dann hätte ich die Falle ausgelöst. Deswegen haben sie sich oben versteckt. Genau. Bin ich nicht den richtigen Weg gegangen. Ja, es gibt halt nicht den richtigen Weg. Ich kann mir das bei so einem Spiel, so einem halboffenen, eben auch selber entscheiden. Ob ich eben hier oben reinkomme oder unten. Interessant. Ja, also das Spiel hat einen Punkt gemacht, der mir offensichtlich beim ersten Spielen gar nicht durchaus aufgefallen ist, der aber wichtig ist für die charakterliche Entwicklung und für die Entwicklung für mich als Spieler. Denn ich habe mich hier als Spieler schuldig gemacht. Wir werden andere Szenen im Spiel sehen, wo das Spiel da weniger daran denkt, ob ich als Spieler
das alles gut nachvollziehen kann. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Subscribed und liked doch mal den Kanal. Und vor allem erzählt den anderen weiter, dass es diese super spannenden Playthroughs gibt, in denen ich über das Game Design von The Last of Us spreche. Wir sehen uns. Bis bald.